Ach, mit der Episode werde ich euch mit großer Wahrscheinlichkeit ein bisschen verwirren. Denn euch soll es nicht anders ergehen wie mir selber. Ich habe einen kleinen idiotischen Fehler gemacht. Also zuerst ist mal mein System selber schuld und danach ich. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich habe mal die Speicherstände aufgeräumt. Also umgekehrt, ich muss anders anfangen. Ich habe gespielt in aller Stille und Freude. Habe dann verschiedene Episoden aufgenommen. Ich glaube, es waren 6 Stück. 6 Stück. Und irgendwann habe ich in, glaube ich, so ungefähr nach 4 Episoden oder so, habe ich dann so langsam die Übersicht verloren über meine Speicherstände und habe einfach mal die Speicherstände aufgeräumt. Eigentlich nicht so tragisch, habe ich immer mal wieder gemacht. Ist jetzt nicht etwas, was mich sonst stören würde. Wollte dann die Videos rendern und beim Videorendern ist mir dann aufgefallen, dass ich leider Gottes bei allen 6 Videos keine Tonaufnahme hatte. Bei allen 6 aufgenommenen Videos gab es keine Tonaufnahme. Und zwar keine Tonaufnahme des Spiels. Die Akustik nehme ich ja so auf. Das ist ja nicht das Problem. Und so bin ich jetzt gezwungen, von den 4 Videos, die ich nicht mehr verwenden kann, weil eben die Akustik fehlt vom Spiel, die jetzt nachzuspielen. Dazu habe ich ein neues Spiel angefangen. Und deshalb sind wir jetzt in dieser Mission. Nachzuspielen bedeutet, die Dinge, die ich da getan habe und die einzigartig waren, versuche ich jetzt hier zu wiederholen. Deshalb sind wir in dieser Mission. In dieser Mission sollten mir jetzt ein Gegnertyp begegnen, den wir bisher noch nicht hatten. Darum sind wir jetzt hier mittendrin auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof, auf dem meine Spielstände stehen könnten. Und versuchen jetzt die Gegend hier zu befrieden. Ist natürlich schade wegen den Spielständen. Es waren eigentlich ganz tolle Partien drunter, aber das Glück ist, eben von den Spielständen her, ich konnte ja noch 2 erhalten und da steigen wir dann danach wieder ein. Die Frage ist halt, wann. Bin unterwegs. Ich hoffe es eigentlich in einer Runde abwickeln zu können, also dass ihr jetzt nur hier ein Video habt und dann springe ich wieder zum Original zurück, aber eventuell klappt es auch nicht, und aber mindestens das hier klappt, oder? Nebenbei, ich schummle hier ein wenig. Ich spiele hier jetzt auf leicht gerade. Nicht mehr auf meinem Schwierigkeitsgrad, den ich sonst spiele. Und zwar aus dem simplen... Wow. Aus dem simplen Grund... Aus dem simplen Grund, weil ich es einfach möglichst schnell haben wollte. Und leicht bedeutet ja nichts anders, als dass man viel einfacher trifft. Anscheinend haben die Aliens den Sektoiden, mit dem wir es bereits zu tun hatten, in eine Art mechanische Körperpanzerung gesteckt. Aller Wahrscheinlichkeit nach, um seine Kampfkraft zu steigern. Wir genau, sollten allerhöchste Vorsicht walten lassen. Genau um ihn hier ging's. Ihn hatte ich in einer der Missionen, die ich gelöscht habe und die ich jetzt nicht mehr nachspielen kann. Das erste Mal, das allererste Mal, das ist es. Also das Ding hier ist nicht ohne. Ab einem leichten Schwierigkeitsgrad wird es vermutlich ein bisschen einfacher. Zusammen mit dem gab es ein Achievement. Zu dem komme ich dann aber noch. Okay. Mal kurz, wo ist mein Scharfschütze? Du siehst gar nichts. Okay. Dann mach mir einfach einen Feldposten. Dann muss ich gar nicht mehr an dich denken. Du gehst mir hierher. Holst mir gleich mal den Container hier. Machst mir einen Feldposten. Du siehst einen. Und mal kurz überlegen. Du hast doch... Nee, du bist der Schwere. Okay. Dann könntest du eigentlich...
wenn du ja schon der Schwere bist. Wieso ist jetzt hier der Schuss blockiert? Okay, dann schießen wir innen durch. Abschuss. Und das sollte klappen, komm, überall ist. Wir haben ein Achievement dann noch verpasst, zu dem komme ich, wie gesagt, noch. Hast du schnelle Reflexe? Du hast auch keine schnelle Reflexen. Schade. Ich würde gerne den provozieren, damit ich mich annähern kann. Du bist der Letzte, oder? Nee, du könntest noch von hier schießen. Also komm. Das schaffst du locker von hier. Komm. Perfekt. Ich darf mich nicht bewegen, weil er oben ja die Wache hat. In dem Sinne versuchen wir es von hier. Gut gemacht. Das Achievement ging folgendermaßen. Offensichtlich kann der ein Schild bekommen. Und wenn man... Und wenn man ihn in der gleichen Runde tötet, wie er das Schild hat, bekommt man eben besagtes Achievement. Warum habe ich niemanden mit schnellen Reflexen? Du siehst ihn nicht. Du wärst der Herr mit den schnellen Reflexen. Dann lösen wir doch mal... Steht er links oder rechts? Er steht links. Schauen wir mal, ob wir das auslösen können. Komm, Sturm und Schuss. Wobei, nee, wir machen keinen Sturm und Schuss. Brauchen wir gar nicht. Merci. Voilà! On y va! Hat nichts gebracht. Die Idee war gut. Okay, dann würde ich sagen... Dann machen wir ihn einfach so klein. Dann denke ich mal, wir werden so schnell wie möglich hier durchrasen. Was mir auch aufgefallen ist beim Schwierigkeitsgrad leicht, vielleicht täusche ich mich auch, aber die Gegnermasse ist geringer. Man bekommt weniger Gegner entgegengeworfen. Hat also durchaus auch hier Vorteile und viel extremer, man wird mit Geld zugeschmissen, noch und nöcher. Also wir werden es nachher sehen, wenn ich in die Basis komme, wie es da um meine Finanzen aussieht. Das ist dann also wirklich extrem. Wie weit würdest du kommen? Du würdest... Gehen wir mal hier. Ansonsten die Herren und Damen hier. Okay. Die stand gerade noch in der Deckung. Jetzt ist die Deckung weg. Und wieder einer weniger. In dem Spielstand habe ich mehr Probleme, die richtige Mischung zu bekommen. Im Sinne von... In Bewegung. Mir fehlen einige Klassen. Die Verteilung ist sehr recht ungerecht. Und jetzt schauen wir mal. 41 Trefferchance. Und hier sehen wir den Unterschied. Mit 41 Trefferschüsse treffe ich normalerweise auf meinem Schwierigkeitsgrad nicht. Oder eher weniger. Wo hättest du eine Deckung? Geh mir hier rüber. Mach mir hier. Nachladen. Dich lassen wir einfach so. Feldposten. Also was jetzt momentan noch fehlt, ist ja unser... Ich nenne jetzt den mal... Assassine. Der hier, oder das Vieh, das plötzlich kommt und dann unvermittelt aus dem Schatten angreift, da fehlt mindestens noch einer. Deshalb mache ich jetzt gerade überall Feldposten. So. Dann müsste das eigentlich klappen. Außer bei dem, der überhaupt nicht gedeckt ist. Das ist so klar.
Okay. Dann, nee. Du, wo ist denn dir? Du bist eh auf Nahkampf ausgelegt. Und dein Französisch liebe ich einfach. So. Dann bitte ich darum, hier aufzuräumen. Danke sehr. Und jetzt seht... Ein weiterer Tag, eine weitere erfolgreiche Operation. Schnell geschafft. Wäre sogar ohne Verletzte gegangen, wenn nicht am Schluss dieses Vieh an der falschen Stelle aufgetaucht wäre. In dem Sinne, zwei Kanister, Meld und so weiter. Wir kennen's. Ich handle den Spielstand auch eher schnell ab, denn ich will hier eigentlich ganz was anderes machen. Ich will hier eigentlich nachher wieder auf meinen Originalspielstand zurückspringen. Was wir jetzt noch Sieht machen können... Sieht aus, als hätten sie da unten alles im Griff. Sie tragen nicht einmal einen Kratzer davon. Sie hat nicht mal Schaden bekommen? Okay. Tiefe Taschen. Dann Überlebenswille. Zu dem komme ich dann, wenn es interessant wird, auf einem anderen Spielstand. Wichtig ist, wir haben Mechtoiden-Autopsie jetzt möglich. Und ich bekomme einen Unterstützer. Panik macht sich überall breit. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Und schaut euch mal die Credits an. Credits monatlich. Das ist doch nicht normal. Und ich habe gesehen, nicht das. Ich habe gesehen, beim anderen habe ich im Spielstand noch Dings gebaut. Eine Gießerei. Und das möchte ich euch jetzt hier auch noch zeigen. Ansonsten lasse ich jetzt die Zeit einfach laufen und... Moment mal, nee. Jetzt bin ich unsicher. Ganz kurz, nur kurz was nachschauen. Nee, gut. Ich wollte nämlich gerade nachschauen, ob ich noch die Erforschung des Mechtoiden machen muss. Und das muss ich nicht. In dem Fall müsste eigentlich alles mit rechten Dingen zugehen. Ja, Nigeria. Tut mir ja leid. Man kann nicht alles haben im Leben. Jetzt hoffe ich mal... Hier hätte ich eine Sabotage-Mission. Um 134. Wir sehen es jetzt mal. 134. Das ist doch extrem. Ich schicke jetzt trotzdem jemand vorbei, damit ich das nachher abspeichern kann. Nigeria ist das einzige Land am Panikrand. Und das ist ausgerechnet da, wo jetzt die Operation stattfindet. Das heißt, wir schicken vorbei. Nicht dich. Nicht dich. Dich. Du bist doch, genau. Du bist doch den ich eigentlich... Nee, bist du nicht. Du bist der. Genau. Bewaffnung. Oder habe ich dich geschickt? Nee. Kommst das? Hat nicht jemand noch einen Alien-Granaten? Nochmal zurück. Das geht eigentlich. Zurück zur Basis zur Besprechung. Ich wollte euch eigentlich gar nicht so lange aufbehalten. So, jetzt. Vorbereitung ist alles. Und dich schicken wir. Spion zur Mission entsenden. Und los. Um Exorzelle zu sprengen in Nigeria. Und ich hoffe mal, es passiert jetzt nichts, 4 Tage lang. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Kontakt entdeckt. Ich ignoriere jetzt den ausnahmsweise. Commander, wir haben den letzten UFO-Kontakt nicht mit unseren Kampfjets abgefangen. Hoffentlich richtet er keinen ernsthaften Schaden an. Commander, hier ist eine Übertragung vom Rat. Höchste Prioritätsstufe. Das machen wir auch nicht. Das Fischerdorf, wir sehen also von dem Zeitablauf her, wo ich jetzt ungefähr wäre, das Fischerdorf machen wir auch nicht jetzt. Ich will jetzt die Gießerei. Voilà. Gießerei online. Und damit bin ich jetzt ungefähr da, nicht ganz zeitlich, stimmt's nicht ganz.
Ich bin mehr in der Zukunft mit dem anderen. Aber jetzt bin ich mindestens baulich und videotechnisch da, wo ich die Episoden nicht hochladen konnte, weil es wie gesagt keinen Sound hatte. Also ich hatte keinen Ingame-Sound und dementsprechend ist es natürlich ein bisschen bedauerlich und es nicht so angenehm anzuhören, wenn ich da einfach nur kommentiere und das Spiel selber macht kein Soundfeedback. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht böse. Es war jetzt die einfachste Lösung, die ich gerade gefunden habe, indem ich einfach nochmal ein neues Spiel anfange und die zwei Dinge, die mir fehlen, hier nachspiele. Sonst kann man es ja nicht nachspielen, das sind ja alles Zufallsereignisse, man bekommt ja nicht die gleichen Soldaten, man bekommt nicht die gleichen Einsätze und so weiter und so fort. Man sieht es auch hier oben im Lagezentrum, wenn wir mal da kurz reinschauen. Ist also viel, viel angenehmer hier, viel einfacher. Satelliten starten. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Könnte ich auch noch einfach. Also, es ist ein einziges Land, gerade am Rande des Abgrunds. Hier hinten hat schon überall Satelliten. Hier hat schon überall Satelliten. Es ist also wirklich viel einfacher. Und wenn wir mal kurz hier reinschauen, dann sieht es noch viel einfacher aus. Wir sehen es, hier hat es eine Offizierschule, Alientrakt, Satellitenkontrollzentrum, viermal nachher. Kraftwerk, Erdwärmekraftwerk, das habt ihr auch noch nicht gesehen, das kommt dann auch in einem anderen Spiel. Kraftwerke, Kraftwerke, Werkstatt, Werkstatt und jetzt die Gießerei. Also es ist viel zu einfach, 550 Credits, damit kann man enorm viel machen. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass ich ja mit 134 Credits gerade bestohlen wurde. Also den Spielstand würde ich nicht weiterspielen. Ich würde jetzt wieder auf das Originalspiel wechseln in der nächsten Episode und euch da von da an weiterführen. In dem Sinne, tut mir leid nochmal und auf das nächste Video wieder. Mit frischer Motivation und nicht so einer tieftraurigen Stimme, wie ich sie gerade hatte. Auf bald wieder. Danke fürs Zusehen.